Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Replay hier auf Redshire im Dreierplatoon mit Oldschool und Kacheng. Wir fahren die Badchat und der Modus Begegnungsgefecht. In der Situation mag ich es ganz offensiv die neuen Linien, die Heavy-Seite quasi anzufahren, direkt auch oben in den Scout-Busch rein, weil ich in meiner Badchat ganz gute Sicht habe und wir da sehen, ob der Gegner oder mit wie viel der Gegner ankommt. Tun wir jetzt auch, sehen direkt den 1390, wundervoll, der kann seinen Spotbush nicht anfahren, dreht direkt ab. Wir sehen hinten die ganzen Heavys noch. Und TDs. 907 auf der anderen Seite hat unser Kollege Mr. Kacheng gespottet. Leider schaffen wir es nicht, trotz voll eingeaimt den zu treffen. Alles kein Problem. Weiter geht's in Richtung Heavys. Wir haben ja ganz cheeky versucht, den E75 noch einen reinzudrücken. Drei Schuss noch im Magazin und sehen jetzt auch, da kommen ein paar Mediums die Heavy-Linie an. Versuchen da gerade so irgendwie einen Schuss. Ah, der E7 wäre auf jeden Fall das bessere Ziel gewesen. Der wäre nämlich, hätte mehr Chance gehabt zu penetrieren. Ich erkenne, es sind wahnsinnig viele Panzer, die da ankommen und unsere, ja, drei Panzer werden das nicht so ganz halten, auch wenn der Oldschool nicht mal wegkommt. Ich lade jetzt auch auf Heat um und stelle mich hinter den Jagdpanzer in eine meiner Meinung nach sehr starke Position für die Badget, beziehungsweise für jeden Medium im Endeffekt, weil wir haben sowohl Shots auf alles, was hier vorne kommt, als auch, also alles, was in dem Bereich um diese Mini-Ridge da rumkommen möchte. Als auch, falls hier irgendwie was um die Ecke kommen sollte und unsere Mediums beschießen. Ich versuche jetzt auch den M103 daraus zu nehmen. Erster Schuss bounce, zweiter geht durch. E7 als nächstes. Erster fliegt in Dreck. Zweiter kettet nur und dann sehe ich das Objekt 140. Bisschen, oder was heißt bisschen? Das war schon sehr schlampig gezielt. Und dann dementsprechend natürlich auch daneben geflogen. Bei der Badget muss man wirklich sagen, wenn man jeden Schuss nicht ganz genau zielt, dann schießt er einfach auch extrem viel daneben. Ist nicht wie ein Objekt oder ein T62A oder ein E50M, wo die Kanone einfach verlässlich ist. Nichtsdestotrotz sieht immer noch weiterhin sehr schlecht aus. Jetzt haben wir da vorne auch unseren E5 verloren. Und Oldschool ist da alleine. Ich bin noch im Reload und sage ihm das auch. Er schreit jetzt um Hilfe um den T54. Ich bounce natürlich, aber Gott sei Dank tut das 430 den Schuss setzen. E75 kommt vor, wir nehmen den Blind Shot. Glaube nicht, dass er durchgegangen ist, werden wir gleich sehen. Tracken den Centurion 1. Und der zweite bounce. Also wirklich sehr ungünstig, die Badget-Kanone auf Distanz ist halt einfach auch echt schwer zu spielen, meiner Meinung nach. Aber gut, nichtsdestotrotz, das Objekt 140, das da zur Verstärkung gekommen ist, haut jetzt auch ab. Ich finde nicht, dass ich abhauen müsste, oder ich möchte auch ganz bewusst nicht abhauen, einfach, dass das Licht weiterhin auf die vier Panzer da ist. Weil, falls, wenn ich hier wegfahre und hier die sich komplett bewegen können, ohne dass irgendwas ist, dann verrecken wir hier in dem Bereich schneller als man gucken kann, einfach weil man komplett eingezingelt ist von den Positionen. Vielleicht steht hier noch was, weiß man nicht so ganz. Die gegnerischen Panzer kommen jetzt auch runter gepusht. Und E75 kriegt jetzt eine. Zwei. Na? Erstmal wieder safe fahren, nachdem der E75 auch sich selbst gestellt hat. Weil Arti hat ja eben schon versucht auf uns zu schießen. 3 und 424, bitte High Roll, bitte High Roll, High Roll, sehr schön. Und damit sind wir wieder im Reload. Wir wissen auf jeden Fall, der Centurion ist auch schon mit vorgefahren. Und wir wissen auch, dass wir ihm noch eine gedrückt haben, sprich er ist jetzt One-Shot. Das heißt, wir sind eigentlich ziemlich safe zu dem Centurion, der wird nicht auf uns drauf kommen. Also, wir waren noch gespottet, fahren, fahren, fahren. Arti so ein bisschen versuchen zu avoiden und dann geht es auch. Laden jetzt den nächsten Clip, sind gleich vollgeladen, fahren hier an den Busch ran, dass wir durchgucken können. Spotten E7. Kommen nicht ran, Objekt 140, sehr schön.
nimmt auch den Kill. Dann kommt da der Jagdpanzer. 1, links 1390 habe ich gesehen. 2, und dann habe ich genau 3 für den 1390. Also jetzt genau zielen. Und damit nehmen wir den 1390 raus. Wundervoller Clip. 5 von 5. Also wenn man genau zielt und wirklich darauf achtet, dass man seine Schüsse unterkriegt, ist die Kanone wirklich gut. Vor allen Dingen auf so mittlere Distanzen. Aber halt nicht einfach zu spielen in meinen Augen. Wir laden jetzt wieder rein und schon alleine dadurch, dass wir hier geblieben sind, haben wir die Panzer hier sowas von hart denied, sag ich mal. Einfach weil die überhaupt keine Spielmöglichkeiten mehr haben. Die wollen sich hier natürlich mit einbringen und jedes Mal gehen sie auf durch mich. Da jetzt auch der Jagdpanzer R100, der noch 4% hat. Zack, rausgesniped. Und damit ist es auch mehr oder weniger unser Stichpunkt vorzufahren. Sehen den Centurion rechts. Snacken uns den auch weg. Jetzt sehe ich, habe noch genau 5 Schuss, also gleich nochmal ein Reload, dass wir noch ein Magazin haben. Und dann möchte ich mich in irgendeiner der Positionen begeben, damit ich ein Kreuzfeuer aufbauen kann. Also, es hat uns auf jeden Fall das Spiel gebracht, dass wir weiterhin Licht über die Seite gehabt haben und natürlich auch den Damage, den ich da unter gekriegt habe. Sowohl als auch Arti konnte da vielleicht auch reinschießen, habe ich jetzt nicht genau drauf geachtet. Aber auf jeden Fall konnten die Mediums von hier ihr 7 und sowas rausnehmen. Und gleichzeitig haben sie gesehen, wann sie safe sind, wann sie nicht safe sind. Also schon extrem wichtig, weil wenn ich mich auch mit dazu gestellt hätte, hätten die komplett hier runterfahren können. Und dann wäre man da oben einfach nicht mehr safe gewesen. Ich fahre jetzt halt hier auch komplett durch und möchte Arti holen, weil ich weiß, das Objekt 140 kriegt den Badget da solo. 2 Schuss, Arti weg. Wundervoll, nur noch ein Gegner am Leben. Ich habe noch 3 Schuss. Ja, dann überlege ich. Gönne ich mir den Luxus? Gönne ich mir den Luxus? Ja, wir probieren es. Ich schieße noch 2 in Sand. Behalte den letzten und hoffe, dass das Objekt 140 hier den Schuss, die Badget Arti anschießt, damit ich ihn quasi wegsnacken kann für die Verdienstmedaille. Und genauso passiert es auch und damit ist das Replay auch zu Ende. Schauen wir uns die Stats mal eben an. Hier jetzt bei den Stats sehen wir, war unser Panzer Ass, wir haben die Verdienstmedaille bekommen, den Krieger, den Scout und High Caliber und haben 5400 Schaden gemacht, 1240 Basis Erfahrung und 2676 Spotting, einfach durch die Position unten. Wenn euch das Replay gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da, ein Abo. Falls ihr irgendwelche Vorschläge für Verbesserungen habt, schreibt es uns in die Kommentare und dann hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal.